Sven Michel, du und dein Team, ihr habt es geschafft. Schweizer Meister 2013, sicher ein super schönes Gefühl. Ja, es ist ein wunderbares Gefühl. Wir haben so hart geschafft, das ganze Jahr dafür. Und dass wir jetzt tatsächlich da können, als Siegerfest, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und wir haben eine super Woche gehabt. Und du sagst es, ihr habt extrem geschafft, auch, damit ihr heute auch wirklich da steht. Du und dein Team, ihr habt auch alle eure Arbeitspensen reduziert und habt jetzt eigentlich durch die Wintersaison alles auf die Karte Görling gesetzt. Schön, wenn es dir auch wirklich aufgeht. Das ist so, ja. Wir haben sehr viel gemacht und gute Arbeitgeber haben uns super unterstützt. Und das ist sicher alles perfekt gelaufen. Dass es bis jetzt noch ganz bis vorher gelangt, ist ein Traum. Wir haben ein spannendes Finale gesehen. Die ersten 5 Hände war dein Team sicher im Lead, würde ich sagen. Und hat eigentlich die erste Hälfte dominiert. Aber das Team von Bernhard Werdemann ist dran geblieben. Und sie sind doch auch mit einem Stil wieder zurückgekommen in der zweiten Hälfte. Wie hast du es geschafft, dass du am Schluss trotzdem den Sieg sicherstellen konntest? Ja, wir sind sicher in der zweiten Hälfte noch ein bisschen nervös geworden. Es war für uns der erste so grosse Finale. Und ja, sie haben ja gut gespielt und haben es nicht einfach gemacht. Und gleich haben wir gewusst, wir können es schaffen. Und so haben wir weiter unsere Taktik gespielt. Und ja, bis zum Schluss ist sie aufgegangen. Die hat ja eine sensationelle Woche gehabt, muss man sagen. Schon Round Robin wirklich dominiert. Nur ein Spiel verloren gehabt von 10 Spielen. Gestern im Page 1-2 gewonnen gegen Genf und auch jetzt heute Final. Was denkst du jetzt ausgemacht, dass dein Team doch so können dominieren an dieser SM? Ja, wir haben sicher sehr viele knappe Matches gehabt und eben, am Anfang ist es vielleicht noch nicht ganz so gut gelaufen und dann haben wir uns fast so ein bisschen in einen Rausch hineinspielen und in solchen Situationen geht natürlich manchmal das Glück noch zusätzlich zu einem und ja, das hat sicher auch ein bisschen ausgemacht. So, der Ausblick ist jetzt eine Weltmeisterschaft in Victoria in Kanada. Ende März geht es los. Was denkst du, wie sieht die Vorbereitungszeit aus bis dahin? Ja, wir werden sicher jetzt intensiv noch an uns arbeiten, dass wir dort auch einen guten Platz holen können hinsichtlich auf die Olympiapunkte, die wir noch unbedingt brauchen. Und ja, erste WM geht in Kanada, das ist natürlich wunderbar und wir freuen uns extrem darauf. Du sagst es richtig, für die Herren bei der Schweiz ist natürlich jetzt wichtig, auch noch die Nation Schweiz zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Ich glaube, etwa ein 5. Rang ist gefordert, um den Platz zu sichern. Sicher auch ein gewisser Druck für dein Team. Ja, es wird sicher nicht einfach. Es wird sicher sehr hart sein. Es sind die gleichen Nationen wie immer dabei. Man weiß genau, die spielen sehr gut. Aber trotzdem, ich glaube, wir können da mithaben. Wir werden uns das Beste geben. Mit ein bisschen Glück können wir diesen Platz erreichen. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon jetzt ganz viel Erfolg an der WM, gute Vorbereitung bis dahin und jetzt zuerst mal ganz viel Freude am Schweizer Meistertitel 2013. Merci. Danke Sven. Danke vielmals.